Ja, hallo liebe Leute. Ich begrüße euch hier heute aus dem nordwestlichen Münsterland. Ich bin hier in der Grenzregion zu den Niederlanden. Fahren gleich auch noch ein paar Kilometer durch die Niederlande. Eine kleine Tour. Der Startpunkt ist hier in Gronau-Eper am Bahnhof. So eine Runde von 50 Kilometern. Und Samstag, der 21. März. Frische Luft tut es bestimmt ganz gut. Einziges Gebot ist ja Abstand halten zu anderen Menschen. Das sollte wohl kein Problem sein. Ist ja eher dünn besiedelt, die Gegend hier. Wir schauen mal. Ich glaube, dem berühmtesten Sohn der Stadt hier, Udo Lindenberg, ist zu verdanken, dass es hier in Gronau halt das Rock- und Popmuseum gibt. Es ist ganz schön windig hier heute Morgen. Erstmal gegen Wind ein paar Kilometer, aber dann geht es nachher mit Schwung wieder zurück. Und ich habe heute den Helm auf. Ne? Ich habe ja ein paar Kommentare bei meiner Geburtstagstour bekommen, warum ich keinen Helm trage. Heute wieder mit Helm. Gewonnen. Von wegen Fitness mit den jungen Leuten hier. Hinterher diese großen stillgelegten Industriegebäude. Und Gronau war früher ganz groß in Textil. Produktion. Jetzt heutzutage kommt das alles aus Asien. Und ja, früher war das hier ganz groß in Gronau. Ja, und ganz plötzlich sind wir in den Niederlanden. In Overdinkel. Wir reiten jetzt hier gerade genau entlang der Grenze, sozusagen. Der Grenzfluss hier, rechts der Radweg ist Deutschland. Wir haben uns für die Niederlande entschieden. Der Dreiländersee. Warum das jetzt Dreiländersee heißt, kannst du dir das vorstellen? Ich nicht. Ich werde auch niemanden ansprechen jetzt hier, ne? Abstand halten. Das ist ja das Gebot der Zeit und darum werde ich mir das jetzt einblenden, damit wir es zu Hause rausgefunden haben. Keine Pause. Bananenpause.
einen Aussichtspunkt. Kann man wahrscheinlich dann die Aussicht auf den Baggersee hier genießen. Aber zu viele Leute, ein andermal. So, hier endet dann der Ausflug in die Niederlande. Jetzt wieder rüber über die Grenze nach Deutschland. Genau hier. Wenn auch direkt die Radwege schlechter hier in Deutschland. Nee, ist eigentlich ganz schön hier. Und den Weg hier durch den Wald, wäre bei mir gerade Erinnerung wach an meine erste Tour durch die Niederlande, wo ich auf dem Weg nach Deventer den alten Postweg gefahren bin, hatte ich mir wunderschön ausgesucht durch die Natur. Das waren 40 Kilometer nonstop so ein Weg hier durch den Wald. Aber hier ist gleich zu Ende. Wir waren dann auch 8 Kilometer durch den Wald. Wir haben uns jetzt hier den Berg zwischen Gildehaus und Bentheim hochgequält. Wir waren jetzt hier an der einer ehemaligen Windmühle, so wie es aussieht. Jetzt ist ein Museum drin. Bisschen Pause und dann geht es gleich direkt zur Burg. Ist auch ganz schön warm geworden, wenn wir Jacke ausziehen. Mal gucken. Ostmühle, Backhaus, Gildehaus. Man soll es nicht glauben. Ist doch ein richtiger. Ja, ich nenne es mal Berg jetzt hier. Ne? Ich fühle von euch wahrscheinlich nur einen Hügel, aber für uns ist das schon ganz schön hoch. War anstrengend. Ja, liebe Leute, jetzt hier der kulturelle Höhepunkt der heutigen Tour. Vor der Burg in Bad Bentheim. Weil ich mich mal super auf die Touren vorbereite, kann ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Rein kann man ja eh nicht zu besichtigen, ist da ja alles zu. Und ich werde bestimmt noch mal eine Tour hier hin machen, wenn die offen hat. Das war auch eigentlich mein Plan. Also nicht heute, aber allgemein für diese Tour. Und dann da drin mal ein bisschen filmen oder ein bisschen was auch zur Burg erzählen. Wir radeln jetzt weiter, haben jetzt auch schon 33 Kilometer. Wieder zurück Richtung Gronau-Epe.
Das Problem bei so großen Gebäuden wie der Burg jetzt hier beim Film ist immer, vom Weiten sieht es mal super toll aus wie eine Burg, wenn man direkt davor steht, kriegt man es immer schlecht ins Bild. Also wer das hier nachradeln möchte, am besten nicht mit dem Rennrad. Ja, hallo ihr Lieben. Wir sind jetzt nach 4 Stunden und 54 Kilometern wohlbehalten wieder in Gronau-Eper am Bahnhof angekommen. Hat Spaß gemacht, was wir schon gemerkt haben, dass wir ein paar Monate nicht geradelt haben. Das merkt man schon, dass 4 Stunden dann halt 4 Stunden auf dem Fahrrad sind. Bei dem schönen Wetter auf jeden Fall zu empfehlen. Man muss das ausnutzen. Man muss ja nicht sich mit Leuten unterhalten. Man kann ja Abstand halten. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wann ich die nächste Tour drehen werde. Ich werde beruflich wahrscheinlich die nächste Zeit ein bisschen eingebunden sein. Die Details erspare ich euch mal, könnt ihr euch ja denken. Also bis zum nächsten Mal. Euer Swobo mit Ina. Tschüss.